Boah, das wird echt eine heftige Nummer hier, ne? Ich glaube, es ist auch besser, wenn ich nie weiß, um was es geht. Alles hier hinten reingefeuert und das Ding stand ohne Räder da. Das Thema ist dann auch noch ein bisschen eskaliert, weil der hat das Ding dann im Endeffekt einfach auf der Straße draußen abgeladen und dann ist das Ding vors Tor gestellt. Jetzt bin ich ja davon ausgegangen, dass das Auto komplett ist. Kam er zu mir und sagte, das ganze Auto liegt im Kofferraum. Ne, diese Geschichte dazu und dann hast du das Auto da stehen. Denkst du ja schon irgendwie, bist ein bisschen Banane im Kopf oder so. Da hatten wir nur eine Bläulagerschale montiert. Guck dir mal bitte die Kurbelwelle an. Hier ist nichts, gar nichts. Die haben das Ding lackiert. Das sagt man auch Russenchrom dazu. Hier ist nirgendwo ein Tropfen Öl drin. Also sie haben das Ding definitiv komplett furztrocken zusammengebaut. Ich bin ehrlich, kann man so machen, ist halt kacke. Klingt jetzt scheiße, ist doch so. Wir springen jetzt gleich ins nächste Video, muss ich jetzt wieder... Das ist jetzt das dritte Video hintereinander, muss ich jetzt wieder Hallo und herzlich willkommen sagen? Na? Dann Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier in der Motormafia. Das dritte übrigens jetzt innerhalb der letzten halben, dreiviertel Stunde. Was ist denn heute los hier? Ratzefatze hintereinander weg geht das hier. So, Audi A4 B7. Junior, du räumst jetzt hier schon ein bisschen aus. Weißt du, um was es hier geht? Du hast keine Ahnung. Du hast jetzt nur ein paar Audi ausgearbeitet. Ich glaube, es ist auch besser, wenn ich nie weiß, um was es geht. Warum denn? Alter, dieser Geruch, wenn man frisch einfangen könnte. Ja, deswegen. Hier riecht ein bisschen nach Sprit. Nach allem. Dann lasst uns das Thema mit dem Auto jetzt einfach mal ganz von vorne beginnen. Also, Kunde hat irgendwann mal angerufen und hat gesagt, hey Leute, ich habe ein Audi A4 B7, da hat jemand einen Motor gemacht und ich habe zu der Firma kein Vertrauen mehr. Ich glaube, das Auto stand dort schon knapp ein Jahr. Ja? Die haben den Motor gemacht und nie ging irgendwie was vorwärts und hat es dort geklemmt und da die Säge geklemmt und was auch immer. Welche Ursachen, welche Gründe das hatte, hebe ich die Hände, keine Ahnung, sage ich nichts dazu. Das war der Wissensstand von mir. Ja? Ich gesagt, okay, du pass auf, Motor liegt im Kofferraum, würde ich Auto gerne so vorbeibringen. Dann habe ich gesagt, klar, machen wir, gar kein Problem, 2 Liter TBSI, komm, ran damit, geht los. Irgendwann hatten wir mit dem Kunden, der Kunde kommt auch wirklich tatsächlich von weiter weg, mit dem Kunden telefoniert und dem Kunden gesagt, hey, pass mal auf, wie wollen wir das jetzt machen mit Anlieferung, wir sind halt bis 18 Uhr da, wenn mal was ist, bleiben wir mal eine Stunde, 2 Stunden länger, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja? Kunde, alles geplant, Transporteur organisiert, steht bei der Werkstatt. Und jetzt kommt der Hit. Steht bei der Werkstatt. Das Auto steht ohne Räder da. Alles hinten, so wie ihr es jetzt seht, ja, lasst es uns bitte mal angucken. So wie ihr es jetzt seht, alles hier hinten reingefeuert und das Ding stand ohne Räder da. Und der Kunde ruft mich an und sagt, du Sven, wir haben hier eine kleine Herausforderung. Ich so, ja, na, wo klemmt denn die Säge? Naja, ich wollte ja das Auto heute vorbeibringen. Ja. Und? Ja, da gibt es ein Problem. Es gibt keine Räder mehr zu dem Auto. Ich so, wie, es gibt keine Räder mehr. Na, ich stehe mit dem Hänger hier, will das Auto holen und da sind keine Räder mehr drauf. Ich sage, aber die Werkstatt muss da die Räder irgendwo haben. Ja, die wissen nicht mehr, wo die hin sind. Jetzt lasst uns mal ganz kurz Revue passieren. Ne? Das Auto steht ein Jahr in der Werkstatt. Der ruft vorher eine Woche an und sagt, ich komme das Ding abholen und die wissen nicht, wo die Räder hin sind. Und das Ding steht ohne Räder. Also. Naja, Ende vom Lied war, die haben dem jetzt glaube ich irgendwelche Räder dran. Also das Thema ist dann auch noch ein bisschen eskaliert. Die haben dem jetzt irgendwelche Räder drauf gemacht. Die wahrscheinlich dann irgendwo noch da waren oder vielleicht jetzt woanders gefehlt haben, ich habe keine Ahnung. Und Ende vom Lied war, der Kunde ist dann nachts um 1, und wann war der da, Paul? Um 1, um 2 in der Nacht, ne? Der wird nur noch 5 Uhr geschieben. Okay, also gegen nachts um 1, ne? Problem ist natürlich, so lange habe ich dann hier nicht mehr gewartet, habt ihr dann auch irgendwann mal zu Hause, ne? Und Sicherheitsdienst hat natürlich das Gelände zugeschlossen. Ja, und der Kunde wusste natürlich jetzt auch nicht, was er machen sollte. Er hat das Ding dann im Endeffekt einfach auf der Straße draußen abgeladen und dann ist das Ding vors Tor gestellt. Und der stand dann quasi so, wie er jetzt steht, vom Tor. Bis dato, muss man dazu sagen übrigens, bin ich ja davon ausgegangen, dass das Auto komplett ist. Und dass nur der Motor teilmontiert oder teilinstand gesetzt im Kofferraum liegt. Ich nehme euch nochmal mit. Ja? Also nochmal ganz kurz, bleib nur mit hier. Du bist da gerne vor der Kamera, oder? Ich denke, der ist so gerne gesehen. Der Paul ja, schon bei den jungen Mädels auch so. Ich glaube, du läufst auch den Paul so langsam ran ab, ne? Ja, ob das wirklich geht. Ach, warte mal bitte ganz kurz. Ich weiß nicht, was fährt er für ein Auto und was fährst du für ein Auto? Doch, zeig's ruhig, weil der hat Winterräder drauf. Winterräder, nein, ja, bitte nicht. Ja, wir müssen alle leiten. Ich habe übrigens auch Winterräder drauf. Ich kann höchstens mal schnell ein Bild einblenden. Mit Sommerrädern. Ja, und dem Gold, und den goldenen Stern. Und schon, und zack, beim goldenen Stern und da ging es gleich wieder. Ja, die Brust, ne? Ja, guck mal, da kommt die Brust wieder raus. Egal, zurück zum Thema. Also du kannst gerne weiter. Du kannst doch gerne alles, ich komme ja gleich zu dir, du kannst doch tatsächlich, Paula, gerne alles auf dem Fußboden ausbreiten. Mach mal. Ich dachte mal, dass alles, was zum Motor gehört, irgendwie. Ja, breit mal alles auf dem Fußboden aus.
dass wir dann wirklich im Kopf tippeltappeltor durchgehen können und dann auf den Wagen packen können, wo wir wissen, dass das da ist. Und eine Liste machen können, was fehlt. Ich glaube, das macht am meisten Sinn bei dem allen. So, okay, danke. Also ganz kurz zurück zum Thema. Die Jungs haben das Auto dann reingeholt und Paul kam dann zu mir und sagte so, du Sven, warte mal, du hast hier gesagt, ich krieg hier für die Werkstattplanung einen Audi A4 B7 mit einem teilmontierten Motor, der am Kofferraum liegt. Ich so, naja, nu, und? Naja, das ganze Auto, kam er zu mir und sagte, das ganze Auto liegt im Kofferraum. Ich sag, so, wie meinst du denn das? Da guckt doch mal rein. Nur durch die Scheibe versucht er da sein, ein bisschen reinzulunzen. Da haben wir das Unheil gesehen, dass hier alles drin lag. So. Ich habe übrigens die Tür hinten aufgemacht und da kam das komplette Kupplungspaket rausgeflogen. Schön, schön. Das Problem ist natürlich, ich bin jetzt komplett am Arsch. So, bin ich am Arsch. Ja, oder wir, weil ich natürlich mir das Maul aufgemacht habe und gesagt habe, du, pass mal auf, wenn dein Motorteil montiert im Kofferraum liegt, kriegen wir schon irgendwie hin, bauen wir dir ein, das Ding, kriegen wir schon irgendwie wieder zum Laufen. Problem ist natürlich, der Kunde war bestimmt Fuchs, der wusste genau, dass ich gesagt hätte, nee, du, das machen wir nicht, wenn das hier so ist. Ja, naja, es ist, wie es ist. Das Problem ist, dass das Auto halt eben, und das tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen Platz machen. Du kannst ja mal kurz so ein bisschen das Auto auffangen, ne? Sieht halt schon nicht mehr so geil aus. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall, Dr. Gammel ist da. Ne? Ich muss das kurz näher einfangen. Ne, du, komm mal ran hier. Guck mal, ich tu mal hier für dich den guten K&N, tu ich mal ein bisschen beiseite. Da kannst du mal mit rankommen. Mhm, ja. Das ist natürlich, und das sind noch so ein paar andere Sachen. Da haben wir das Ding noch nie auf der Bühne gehabt, ne? Warum Spinne? Und haben natürlich den Kunden dann auch angerufen und gesagt, du, pass mal auf, macht das jetzt hier wirklich Sinn, den Motor jetzt nochmal anzupacken? Und ich sage jetzt mal, bei einem A4 B7 hier nochmal ein paar Kilo zu versenken drin. Also in dem Fall, also hier muss wirklich viel passieren. Ne? Gerade wenn ich das hier sehe, alter Schalter, was ist denn das? Was haben die hier gemacht, ey? Um hier wieder einigermaßen vernünftige, aber ist ja auch geil, alter. Reingespackt, ne? Richtig, hast du das schon gesehen? Ich muss ja irgendwie dran. Ah, hier unten auch, Alter. Na, dann ist der Überspachteln gut. Hier unten ist er ein bisschen dünn, würde ich es jetzt mal nennen. Was? Ein bisschen dünn? Dünn geschliffen. Ja. Dünn geschliffen, ne? Ja. Ach, 4x7. Na gut, aber ein bisschen Spachtel, ein bisschen Lack, oder? Und ein kleines bisschen, warte, und ein kleines bisschen davon. Oh Mann, ja, das Ding hier ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nie, was das hier werden soll. Ich weiß es nicht. Aber gut, also ich habe es dem Kunden jetzt gesagt, der Paul hat es dem Kunden auch gesagt am Telefon. Aber der Kunde, ob er jetzt an dem Auto hängt oder was jetzt sein Gedankengang dahinter ist, obliegt natürlich nie meiner Einschätzung. Also geht mich nicht an. Ne? Im Endeffekt sind wir Dienstleister und wir tun natürlich trotzdem jetzt das Beste, was wir tun können, um das Ding halt irgendwie wieder gerade zu ziehen. Aber ihr seht schon, auch mit solchen Sachen haben wir natürlich zu kämpfen und das ist natürlich ein bisschen wild. Geht ja auch weiter, dass hier kein Bremssattel drin ist. Vorne aber schon ein neues Fahrwerk mit neuen, was? Querlenkern oben, was und sowas. Du, was ich noch nie weiß. Also man muss jetzt dazu sagen, nicht, dass ihr denkt, ich weiß nicht, was bei mir in der Firma los ist. Aber ich setze mich natürlich erst mit den Themen intensiv auseinander, wenn ich rangehe, beziehungsweise wenn ich jetzt am Produkt bin. Mhm. Aber wenn ich das jetzt natürlich sehe, dann fehlt natürlich hier hinten ein Bremssattel. Das Ding war auch auf Kontakt geschoben an den Bordstein mit den Rädern, damit das Teil nie wegrollt. Aha. Aber der Kotflügel dazu ist da. Der Kotflügel ist neu verpackt hier hinten drin. Das ist das wahrscheinlich hier. Ja. Wir haben auch zum Beispiel schon einen neuen Achsstumpf vorne drin und neue Querlenker. Oh, es wird ja immer wilder, Alter. Ach, neues Radlagergehäuse meinst du? Na? Das heißt, die Achse hier vorne ist ja schon mal. Das heißt, der hat ja auch schon ein paar Mark rein investiert hier, der Gute. Boah, das wird echt eine heftige Nummer hier, ne? Also, damit ihr mal ein Gefühl kriegt, ne? Wie wir jetzt an so ein Thema rangehen. Ich weiß es gerade selber noch nie, ne? Spaß. Mach mal die Fahrertür auf. Ja? Als wir die aufgemacht haben, lag dort der komplette Auspuff. Die ganze Abgasanlage lag auf dem Fahrersitz. Hier oben drüben. Der Himmel ist eher so wie so ein Kinderbett, oder? Genau, ist so semi-schön. Es tut auch weh, wenn du das so anfasst. Boah, Alter.
Ich glaube, Paul, ist das nicht sogar der, wo ihr den reingeschoben habt, wo ich noch zu dir gesagt habe, du lass mal bitte die Fahrgestellnummer prüfen, das wirkt mir irgendwie ein bisschen arg wild, das Ding. Ja. Wo ich dann noch bei der Polizei angerufen habe und das Ding aber prüfen lassen. Ne? Also, wenn der Kunde jetzt von dem Auto zuschaut, ne, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkst, wir haben jetzt kein Vertrauen zu dir, aber das ist natürlich, ne, wenn ihr das jetzt hier seht, ne, diese Geschichte dazu, und dann hast du das Auto da stehen, denkst du ja schon irgendwie, bist ein bisschen Banane im Kopf oder so. Den Kunden hat ja bis jetzt noch nie jemand gesehen, außer am Telefon. Ja. Ist das schön, die so verkehrt wird, Banane zu fahren. Ich glaube, Philipp, seine Freundin ruft gerade an. Hallo? Damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, ne? Also wir werden jetzt erstmal grundsätzlich Folgendes machen. Wir räumen jetzt wirklich alles aus. Wir gucken jetzt erstmal durch. Ja, den Motor, den haben wir schon ausgeladen, den haben wir vor, glaube ich, 3 Wochen oder so schon zerlegt. Wir machen jetzt erstmal eine komplette Bestandsaufnahme, was das Thema Mobilität anbetrifft. Das heißt, was das Thema Getriebe, Motor, Antriebsstrang anbetrifft. Da werden wir dem Kunden, mach ruhig kaputt, das ist kein Problem, ist verkauft. Dass wir dem Kunden erstmal eine Zahl sagen können, okay, was brauchen wir, damit das Ding wieder läuft? Unwissentlich, was uns jetzt hier noch erwartet, ne? Weil hier geht gar nichts an dem Auto. Das ist immer ein ganz, ganz großes Rätselraten. Und dann wird es nochmal ein extra Thema geben, das Auto nochmal komplett zu bewerten, damit man daraus irgendwie erstmal wieder ein einigermaßen vernünftiges Auto machen kann. Das Teil. Drehen Sie gleich wieder alle weg hier? Ja. Wir hatten ja gesagt, der Motor lag im Kofferraum und war schon durch eine andere Firma teilmontiert. Montiert oder demontiert? Nee, teilmontiert. Also Den Motor hat schon jemand instand gesetzt? Versucht, hat auf jeden Fall schon jemand instand gesetzt. Genau. Und der Kunde war ja, dass der Kunde das Vertrauen irgendwie verloren hat und deswegen das Auto dort abgezogen hat nach einer langen Ewigkeit und quasi zu uns gebracht hat. Wir haben jetzt mal noch nichts sauber gemacht, sondern es liegt jetzt wirklich quasi alles so hier, wie wir es zerlegt haben, auf die Wagen gepackt haben. Ne? Komm mal bitte mit der Kamera ran. Und wir planen jetzt einfach mal ein bisschen Zeit ein, weil ich habe mir parallel gerade, unabhängig von euch jetzt, einen Junior mal mit dazu genommen. Du musst es auch lernen. Ne? Und vor allen Dingen gerade Schadensbilder sind ja immer mega interessant. Guck mal hier rein. Und sag mir mal, ob dir irgendwie was auffällt. Du brauchst doch keine Angst haben. Ne? Die Leute, die jetzt quasi alle an der Kamera sitzen, also vom mobilen Endgerät sitzen, die haben alle viel weniger Ahnung als wir. Mhm. Sah bloß gerade so aus, als ob der hier dicht macht und dazwischen gemacht hat. Zu dem Thema kommen wir gleich. Das ist nämlich genau das, was interessant ist bei dem Zylinderkopf. Kannst du die Lampe bitte ausmachen? Na klar kann ich die Lampe ausmachen. Ja, da blendet sie mich auch gar nicht mehr so. Na, und jetzt sehe ich nämlich auch mehr. Na, das ist ja super. Klasse, okay. Genau, also hier oben in den Löchern haben wir unsere Hydrostößel drin sitzen. Hydrostößel wisst ihr ja. Dann haben wir unsere Schlepphebel drüber sitzen. Ne? Ja. Einlass-Auslassseite, so rum. Und hier oben drüber unsere Nockenwelle. Ne? Unsere Nockenwelle wird geschmiert in den Hydrostößeln, liegt auch Öldruck an. Und das, was überschüssig ist, läuft quasi hier in den Zwischenraum und läuft dann quasi über Rücklaufbohrung in die Ölwanne zurück. So, aber was dir aufgefallen ist, du hast ja gerade gesagt, was hat denn der hier gemacht? Hat er hier Dichtmasse irgendwie in die Lagerstelle gemacht? Nach Dichtmasse sieht es mir nicht aus, aber irgendwie, keine Ahnung, was der da reingeschmiert hat, sieht irgendwie aus. Soll ich es dir erklären? Ja. Weißt du, was passiert, wenn der Zylinderkopf ist ja aus Aluminium und das ist ja quasi unser Gegenpart. Das ist ja in dem Falle, ist das ja unsere Nockenwellenlagerung, für euch vielleicht auch mal cool zu sehen, ne? Ist die Nockenwellenlagerung, ist ein kompletter Gehäusedeckel. Ja? So, der komplette Gehäusedeckel sitzt so rum, weil hier hinten haben wir unsere Steuerkette sitzen und hier drinnen laufen unsere Nockenwellen. Und jetzt muss man aufpassen, ne? Wir haben ja ein gewisses Lagerspiel. Das heißt, das Lager, der Durchmesser von dem Lager muss ja größer sein als der Durchmesser von der Welle, damit die Welle sich drehen kann. Ja. Der muss auch nochmal ein kleines bisschen größer sein, dass man auch einen Ölfilm dazwischen aufbauen kann. Ja? So, was jetzt passiert, wenn das Maß zu klein wird, und die Nockenwelle hier drinnen läuft und kein Ölfilm dazwischen kommt, entweder wenn wir bei der Montage vergessen haben oder wenn es einfach zu eng ist, dann passiert nämlich genau das. Dieser graue Schleim, der hier drinnen ist, ist Abrieb, das ist Lager. Das ist Lager, in dem Fall Aluminiummaterial. Das heißt, wir haben hier ein relativ eindeutiges Zeichen dafür, unser Lagerspiel hier in keinster Art und Weise hinhaut. Entweder weil irgendwelche wilden Nockenwellen hier reingesteckt wurden, was sein kann. Oder Drehmoment nie beachtet. Kann grundsätzlich sein. Ne, wir haben ja hier oben, das Gehäuse wird ja draufgezogen mit den ganzen Schrauben hier. Ne? Das sind ja alles Druckschrauben, die hier reinkommen, mit einem 6er Maschinengewinde. Also M6x1 ist das. So, wären, ohne dass ich den Anzugswert jetzt weiß, werden wahrscheinlich irgendwas um die 10 Newtonmeter festgezogen. Ich glaube, die hier kriegen 8 Newtonmeter und noch eine Gradzahl. Müsste ich reingucken, ich weiß es nicht genau. Klar, kann. Entschuldigung. Wir sind gleich fertig, Marvin. Klar kann sein, wenn die jetzt hier zu fest gezogen waren,
dass wir die Lagerbrücke zu weit nach unten gezogen haben. Ich muss aber aus der Erfahrung sagen, also passiert selten und wird bei dem jetzt nicht so viel ausmachen, weil wir haben kein einzelnes Lager, sondern wir haben natürlich eine große Lagerbrücke mit viel Fläche. Ja. Das heißt, wir ziehen jetzt sehr unwahrscheinlich nur dieses eine Lager zu extrem runter. Also entweder wir haben hier ein Problem, dass hier zu viel Material weggenommen wurde oder hier zu viel Material. Wir haben hier auch brutal viel Dichtmasse dazwischen. Also irgendwie, wir sehen hier auch, guck mal, wir sehen hier ganz brutale Schleifspuren. Kannst du das erkennen? Mhm. Also hier scheint immer ordentlich dran rumgewetzt zu haben an dem Ding, dass unser Lagermaterial, also dass unser Lagerspiel hier oben nicht mehr stimmt. Das heißt, unsere Nockenwellen hier drin haben geklemmt. Und das ist das Ergebnis, dass wir quasi hier diesen grauen, schleimischen Abrieb haben. Jetzt müssen wir gucken. Ne? Also ist für euch jetzt vielleicht doch interessant. Nächster Step ist jetzt an der Stelle Zylinderkopf erstmal grundsätzlich reinigen, Brücke reinigen, Dichtmasse entfernen, ist klar. Erstmal komplett zusammenbauen und dann die Lagergasse durchmessen, die Nockenwellen messen. Und dann letztendlich gucken, ob wir genug Lagerspiel haben. Ob es jetzt wirklich einfach nur daran liegt, dass es unsauber zusammengebaut wurde, dass die Nockenwellen vielleicht einen Schlag haben. Das kann auch sein, aber auch, na wohl, eigentlich auch unwahrscheinlich. Und wenn eine Nockenwelle jetzt einen Schlag hat, dann hast du meistens eh eine Lagerstelle, die abhaut. Aber hier hauen ja alle ab. Also wir haben ja überall diesen grauen Schlamm drin. Ne? Und du merkst das auch, also kannst jetzt gerne mal, zieh mal deine Handschuhe aus. Und nimm dir mal aus der Lagerstelle hier hinten, nimm mal mit den Fingern, nimm mal was dazwischen. Wenn du mal so 2-3 Runden mit dem Finger hin und her drehst, merkst du, dass es langsam leicht rau wird an den Fingern. Ganz leicht. Ne? Also wir reden hier von, es ist ja Schlamm, ne? Es ist ja Ölschlamm, aber man merkt, also ich merke es. Ganz leicht, aber... Du musst das jetzt sagen, weil die Kamera an ist. Ja, ja, na klar. Man merkt das brutal. Nee. Mit ein bisschen Erfahrung merkst du das dann, dass das nie nur Öl ist. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt frisches Öl noch nehmen würden und du würdest das machen, dann würde es sich ganz, ganz anders anfühlen. Ja, also das für euch zumindest zu dem Thema. Motorblock habe ich jetzt schon vermessen. Der wurde gebohrt auf 0,25, also erstes Übermaß. Och, Alter, Mann, kommt nach oben. Was halt auch ein bisschen unglücklich ist, gut, das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass das Ding jetzt eben auch eine ganze Weile stand. Ist halt eben, dass wir jetzt leichte Rostnarben schon mittlerweile in der Laufbüchse drin haben, was wiederum semi-cool ist. Das legen wir erstmal hier drauf. Ich würde da euch das gerne nochmal, also halt eben auch wie sowas, ne? Na, das ist jetzt ein Hauptlagerbock. Ist halt natürlich uncool, ne? Weil wir werden es definitiv so nie zusammenbauen. Hier haben wir genau dasselbe. Das sind Bauteile, die sind halt permanent im Öl, ja? Das heißt, hier darf an und für sich null Korrosion hinkommen. Umgangssprachlich auch einfach Gammel oder Rost genannt. Nee, cool. Also, ich sag mal so, der A4 hier ist und bleibt definitiv eine wilde Nummer. Also wir sehen es halt hier, guck mal hier, hier siehst du es super. Na, hier haben wir halt richtig schöne Rostfahnen drin. Kann man das hier gut erkennen? Ja, jetzt. Kann man das erkennen? Guck mal hier drüben nochmal genau das gleiche. Ja. So, ich habe jetzt gerade den Block schon gemessen. Wir sind halt jetzt bei einem Maß von, also Grundbohrung sind 82,51 mm. Ja, wir haben jetzt 0,25er Übermaß. Das heißt, wir sind jetzt bei 82,75 beziehungsweise, um es korrekt zu machen, 7,6 mm ist Nullmaß. Und ich habe jetzt gemessen 7,7, 7,8. Das heißt, wir sind so 1-200 drüber. Ist noch so ein Thema, bin ich mit mir noch nie ganz so im Reinen, ob ich das jetzt so zusammenbauen will oder nicht. Aufgrund dessen, wir müssen halt definitiv mit der hohen Aale nochmal rein, weil wir halt eben die Rostnarben drin haben. Und dann müssen wir halt schauen, wie viel wir jetzt rausnehmen, ob wir wirklich hier mit einem 0,5 hinkommen. Und wirklich einfach nur sagen, wir honen die Laufbüchse jetzt nochmal sauber, dass wir diesen Oberflächengammel, diesen Oberflächenrost rausbekommen. Weil rund sind die Büchsen, also gebohrt ist es gut, ne? Das passt. Also schön rund, so und so, das passt alles. Die Büchsen sind noch alle gleichmäßig, bis auf Zylinder 3, der haut halt nochmal 0,1 mehr ab. Müssen wir gucken. Also ich werde mich jetzt erstmal um den ganzen anderen Rest hier kümmern. Ich habe mir jetzt eine riesen Liste gemacht, was wir alles brauchen. Und dann werden wir mal sehen, was fehlt. Und wie wir jetzt am Ende des Tages hier mit der Kostenstruktur hinkommen. Three legs, don't do it. Here we are. Oh, moin. Das ist schön. Wow, also ich muss sagen, Leute, das Ding ist echt spektakulär, muss man wirklich sagen. Wir haben ja gerade schon mal über das Thema mit den Nockenwellenlagerstellen gesprochen und den Nockenwellen. Ich glaube jetzt auch zu wissen, was das hier für ein Thema ist oder was hier passiert ist, schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Ich würde euch auf jeden Fall gern das nochmal zeigen, weil hier sind jetzt noch ein paar andere Sachen zum Vorschein gekommen, unter anderem auch was ich euch vorhin noch gar nicht gesagt habe, weil es einfach ein bisschen hinten runtergefallen war. Der Motor war ja komplett zerlegt, komplett montiert im Kofferraum, ja, also so, dass man sagt, okay, können wir jetzt direkt reinhängen. Was ich euch noch nie gesagt habe, wir haben ja 4 Kolben.
und 4 Pleuel. Ja? Was mega interessant war, beim Zerlegen hatten wir Zylinder 3, da hatten wir nur eine Bleulagerschale montiert. Und die andere lag im Kofferraum. Die andere lag im Kofferraum. Ne? Mhm. Also für euch mal ganz kurz, ne, wir haben jetzt hier quasi unseren, für diejenigen, die neu auf dem Kanal sind, die sich jetzt mit dem Thema Motorentechnik noch nicht ganz so intensiv auskennen, ne, wir haben ja jetzt hier unseren Kolben drin sitzen, der marschiert ja jetzt mit unserer Kurbelwelle schön fleißig hoch und runter. Ja? Hier unten haben wir unseren Bleudeckel. Ich habe jetzt irgendeinen genommen, ne? Nee, das ist jetzt hier irgendjemand gibt, der jetzt sagt, na Sven, aber das passt ja nicht. Und hier haben wir quasi Bleulagerschalen drin. Ja, Lagerschalen, wichtig. Die sitzen fest in einer Bleustange und einem Bleudeckel drin. Ne? Die sorgen dafür, dass wir quasi unser Bleuel ordentlich befestigt mit ausreichend oder optimalen Lagerspiel quasi auf unserer Kurbelwelle führen. Ja? Und wenn wir doch mal eine Mangelschmierung haben, die gewisse Notlaufeigenschaften haben, weil Stahl auf Stahl, wisst ihr selber, nie so cool. Das heißt, eine Bleulagerschale war einfach gar nicht da. Das heißt, im Umkehrschluss, was wäre passiert, hätte der Kunde oder die Werkstatt den Motor eingebaut und das Ding angemacht, hätte wahrscheinlich einmal kräftig gerungst. Gut, wäre es bei der Werkstatt passiert, wäre es hart gesprochen nicht dem Kunden sein Bier gewesen. Ne? Aber in dem Falle, also natürlich nie so cool. Man muss jetzt sagen, wir haben jetzt Malekolben verbaut, das ist qualitativ jetzt echt gut. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwelcher Blunder reingekommen ist. Kolben sind vernünftig, Kolben sind gut, das passt auch. Was wir jetzt noch gesehen haben, das ist vielleicht einfach nur so ein Tipp für euch. Ne? Wir haben jetzt hier quasi eine neue Wasserpumpe, die es mit dazugegeben hat. Für all diejenigen, die 2.0 TFSI fahren, 2 Liter Direkteinspritzer Turbo mit Zahnriemen, sehen wir ja hier, ja, gibt es die Wasserpumpe auch nochmal in einer verstärkten Ausführung mit einem Metallrad hinten drauf. Der ein oder andere, der sich mit dem Thema auskennt, wird jetzt gerade vor seinem mobilen Endgerät sitzen und sich denken, oh, Sven, das kenne ich, das Problem hatte ich schon. Das Problem ist nämlich folgendes, wenn die Dinger mal zu warm wären, ja, mit dem Blasterrad hier hinten drauf, laufen wir Gefahr, dass die Verpressung sozusagen hier hinten, na, wir haben in dem Blasterrad quasi nochmal eine Metallhülse eingegossen, eingepresst, eingegossen, nennen wir es, wie wir es wollen. Mhm. Und damit ist das Rad quasi auf die Welle von der Wasserpumpe draufgepresst, verpresst, verschrumpft. Wie jetzt der Vorgang ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall sitzt es mit Verpressung drauf. So, und wenn das Ding zu warm wird, dehnt sich das Blaste mehr aus, und löst sich quasi auf diesem Metallring und wir haben nicht mehr genug Umwälzung von unserem Kühlmittel. Ganz, ganz wichtig. Also Leute, achtet darauf, die Dinger gibt es, wenn ihr euer Auto irgendwo zum Zahnriemenwechsel gebt oder whatever, die Wasserpumpe wird mitgemacht, gebt an die Werkstatt die Info, hey Leute, bitte die Wasserpumpe mit dem Metallrad verbauen. Kostet tatsächlich, ich glaube, 1,50 € mehr oder so, also lächerlich. Ja? Ganz, ganz wichtig. Das habe ich jetzt einfach mal mit hingelegt, weil ich mir dachte, könnte euch interessieren. So, jetzt aber zu dem spektakulären Spaß. Wir haben ja den Motor. Ich muss es, auch wenn es der Philipp wahrscheinlich jetzt gerade schon nicht mehr hören kann hinter der Kamera, kommt gerne mit ran. Wir haben ja den Motor quasi, der sollte ja einbaufertig sein. Abgesehen von dem Bleulager, von dem Zylinderkopf, den Nockenwellen. Ne? Das sind ja jetzt so Sachen, die haben wir schon festgestellt. Leute, schaut es euch mal bitte an. Guckt mal ran, komm mal ran hier. Guckt ihr mal bitte die Kurbelwelle an. Hier ist nichts. Hier ist keine Kurbelwelle bearbeitet oder irgendwas. Hier ist nichts poliert. Gar nichts. Guckt euch mal diese Lagerstellen an hier. Also ihr könnt das jetzt leider Gottes nicht spüren, ne? Ich kann es euch jetzt nur sagen, aber selbst mit meinen Gummihandschuhen, wenn ich jetzt hier drüber fahre, merke ich, wie rau die Kurbelwelle ist. So, und jetzt stellt euch vor, das ist halt eine Instandsetzung. Also, hey, ich bin ehrlich, kann man so machen, ist halt kacke. Klingt jetzt scheiße, ist aber so. Ne? Also wird wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise funktionieren, aber für einen Kunden, der natürlich Geld am Ende des Tages bezahlt und für eine vernünftige Instandsetzung bezahlt, dann sollte das halt mindestens schon drin sein, dass die Kurbelwelle wenigstens irgendwie mit Polierflies oder Leinewand oder so abgezogen ist, dass die Lagerstellen halt wieder in Ordnung sind. Ja? Man nimmt da jetzt kein großartiges Material runter. Finde ich persönlich jetzt nie so cool. Hätte vielleicht funktioniert, keine Ahnung. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen das ganze Thema ein bisschen transparent gestalten und wollen euch das auch mal zeigen. That's it. Wichtig, ich muss trotzdem immer dazu sagen, ne? Nee, dass es da jetzt irgendwelche Nachrichten drunter gibt oder so. Ja? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich beziehe null Stellung dazu. Ich weiß weder, welche Firma das vorher war oder irgendwas anderes. Geht mich auch gar nichts an. Ne? Aber ist halt nie cool. Ach so, nee, halt, stopp. Ich habe euch ja noch gesagt, ihr kriegt noch eine Info zu dem Zylinderkopf. Also ich habe jetzt eine Theorie, ja. Guckt euch mal den Zylinderkopf an. Also nicht wundern, hier passiert sowieso nichts, ne, mit dem Ding, ja. Deswegen kann ich den nur auf die Planfläche stellen. Schaut euch das mal an. Hier drüben sitzt der Abgaskrümmer. So, und jetzt schaut euch mal an, wie schön sauber der Zylinderkopf ist. Am Anfang dachte ich, okay, vielleicht haben sie ihren neuen Zylinderkopf genommen. Passt aber nie, weil die Flächen ja hier oben alle schon mechanisch bearbeitet sind. Das sieht man, gibt es keinen Grund. Ne? Bei einem neuen Zylinderkopf sind die Flächen sauber, sind die Flächen plan. Funst.
Und dann dachte ich schon, na gut, okay, wer weiß, die werden den Kopf vielleicht gestrahlt haben. Weil der sieht ja wirklich, also jeder, der mal so einen 2.0 TFSI-Motor in der Hand hatte, der weiß ja, die Dinger vergammeln, gerade turboladerseitig, vergammeln die Dinger halt wirklich gern. Ne? Das verfärbt sich alles, alles richtig schön, dreckig, dunkel, ekelhaft. Ne? Gerade wenn wir den Block sehen, der hat ja nun auch schon ein paar Minuten auf dem Wecker. Aber der Kopf sieht halt tippitoppi aus. Ne? Und dann dachte ich, meine Güte, haben die das Ding gestrahlt oder irgendwas? Und irgendwann habe ich schon mal festgestellt, wenn du hier quasi mit dem Schraubendreher ein bisschen schipperst, die haben das Ding lackiert. Geil. Jetzt bist du auch überrascht. Auf, ne? Die Dichtfläche. Ne, ja, ja. Die Dichtflächen siehst du, die haben sie auch sauber gemacht vorher. Also die alten Dichtungsreste sind weg. Das kannst du von der Struktur her relativ gut sehen. Also ich weiß nicht, ob es durch die Kamera zu sehen ist, aber ja, ich kann das jetzt recht gut sehen. Und dann sind die einfach schön mit der Dose drüber. Komm mal her, hier drüben kannst du das recht gut erkennen. Guck dir mal den Stehbolzen an. Siehst du das? Der Stehbolzen ist einfach mit Silber gesprüht. Man muss jetzt dazu sagen, ich bin an und für sich bin ich echt auch ein Freund davon, ne? Gerade wenn man mal mehr Zeit für einen Motor investiert. Es gibt ja auch Kunden, die den Wunsch äußern, es soll bitte aussehen wie neu. Nach einer normalen Instandsetzung sieht das da vorne nie, drin nie aus wie neu. Es ist alles dicht, aber die Verfärbung vom Alu kriegst du natürlich nie weg. Ja? Wir haben das auch da, ne? Da gibt es direkt spezielles Aluspray mit 99,9% Aluanteil. Das kannst du dann für sowas nehmen, das sieht ähnlich aus. Was die jetzt genommen haben, weiß ich nicht. Felgensilber. Ne, Felgensilber wäre russisch. Das sagt man auch Russenchrom dazu. Mhm. Was jetzt übrigens keine rassistische Äußerung ist, ganz, ganz wichtig. Na, man sagt das einfach nur so umgangssprachlich dazu. Leute, ihr wisst auf jeden Fall, wie es gemeint ist. Ich persönlich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das sogar cool, weil es sieht halt echt nice aus, wenn du den Block halt schön entrostest, ne, den Block schön schwarz sprühst und dann Russenchrom bzw. schönes, gutes, hochwertiges Aluspray nimmst und halt schön einsprühst. Das Problem ist aber, und das ist jetzt gerade meine Vermutung, dass die hier oben halt eben alles schön mit eingesprüht haben und auch die Lagerstellen mit eingesprüht haben. Also abgesehen davon, dass ich mir das ganze Thema nochmal in Ruhe angeguckt habe hier, ne? Hier ist nirgendwo ein Tropfen Öl drin. Also sie haben das Ding definitiv komplett furztrocken zusammengebaut. Und ich vermute, dass die halt wirklich einfach die Lagerstellen, ne? Weil wir haben vorhin an einer Lagerstelle, abgesehen von der Dichtmasse, die wir hier drinnen noch mitgefunden haben, du kannst ja hier nochmal gucken, ne? Direkt vorne erste Lagerstelle hier an der Seite. Hier schön die Dichtmasse mit reingehauen. Das ist natürlich auch, kann man mitmachen, damit die Lagerstelle auch schön abgedichtet ist. Nee, war natürlich ein Spaß. Ist schon spannend. Also wie gesagt, ich werde das Ding jetzt erstmal noch sauber machen, werde dann alles ausmessen und gucken, ob wir das Ding irgendwie noch retten können. Ich bin jetzt erstmal ganz froh, dass sie den nie gestrahlt haben, weil das Problem ist beim Strahlen, egal ob Glas oder Sandstrahlen, ne? Also Glas, ein ganz, ganz mikro kleine Glaskollagen, ne? Nimmt man meistens für Alu, damit es schön sauber wird. Hast du halt das Problem, dass in den ganzen Ölbohrungen das Zeug sich irgendwo absetzt. Das kannst du in die Waschmaschine hauen, das kannst du kerschen, das kannst du auspusten, du kriegst den Dreck nicht raus. Deswegen, ich bin erstmal ganz froh, dass sie jetzt hier wenigstens nur Russenchrom drauf geschmissen haben. Und jetzt müssen wir halt eben einfach mal gucken, ob wir das Ding hier irgendwie noch gerettet kriegen. Spannend ist es auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich werde jetzt hier oben ein bisschen weiter sammeln und hole euch wahrscheinlich gleich nochmal dazu. Also bis gleich.